It's Cypher! Somebody, please help us! Sounds like we've got trouble. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück, mal wieder zu Kingdom Hearts 2. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt für euch her ist. Für mich ist das jetzt tatsächlich schon eine Woche. Eine Woche ist es, glaube ich, her. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt wieder relativ einfach hier in Kingdom Hearts 2 reinfinde. Immerhin habe ich mich ja jetzt mit Path zwischendurch mit Kingdom Hearts 1 nochmal beschäftigt und dort ein wenig mich um die Bonusparts gekümmert, wo wir die richtig üblen Gegner auf die Schippe nehmen und das Spiel ziemlich gut auf 100% durchspielen. Noch kann ich nicht bestätigen, dass wir es tatsächlich auf 100% geschafft haben, aber ich schätze, ihr seht es, beziehungsweise habt es eventuell schon selbst gesehen, bevor ich hier überhaupt dazu komme, es euch quasi hier über dieses Video zu sagen. Von daher, ja, hab ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo war denn dieser Turnierplatz? Der war unten rechts auf der Karte, oder? Also wenn ich da runtergehe, sollte ich zum Turnierplatz kommen oder zumindest... Genau, perfekt. Ha, wusste ich's noch. Sehr schön. Hier haben wir tatsächlich mal wieder niemanden. Das ist was Neues. Also was heißt, das ist was Neues? Aber auf jeden Fall hatten wir lange keine niemanden mehr gesehen. Und wir geben auch gleich 114 Erfahrungspunkte pro Niemand. Das ist ordentlich, aber dafür sind die Niemanden, glaube ich, auch ziemlich stark. Puh, gerade dieser Samurai-Typ da unten. Ist das wieder so ein Samurai-Typ? Ich glaube schon. Den lasse ich besser mal Donald und Goofy machen. Oder ist das... Das ist kein... Oh, das ist keiner von diesen Samurai-Typen. Ich kann ja einfach mal die weisen Formen nicht ausprobieren, weil Donald gerade irgendwie außer Gefecht ist. Gut, dann gehen wir einfach mal in die Heldenform rein und machen den Niemand da ohne Probleme fertig. Er hilft uns auch ein wenig, vielleicht auch nicht. Oh Gott, das hier sieht echt übel aus. Wow, warum? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier so groß falsch mache. So, geht doch. Oh, da kommen zwei davon. Drei! Oh, damn it. Berserker. Verdammt. Das wäre jetzt eine gute Wahl gewesen, hier den Berserker einzusetzen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber ich mach's, denn es hat auf jeden Fall ziemlich viel Schaden angerichtet und mich hier, glaube ich, tatsächlich auch irgendwo gerettet. Was ich eigentlich sagen wollte, ich find's ganz interessant, impressive. Dass, egal. By the way, have you seen a man named Axel? I expect he's here somewhere. Like I care. You see, Axel's no longer acting in our best interest. Is he with the organization too? Yes. You're having a fight? Not a very organized organization. Don't let your guard down. Axel will stop at nothing to turn you into a heartless. Gee, thanks for looking out for us, mister. But I'm sure we can take care of ourselves just fine. Glad to hear it. Axel aside, it would break our hearts to hear something happen to you. Hearts? You don't have any hearts. True, we don't have hearts. But we remember what it was like. That's what makes us special. What do you mean? We know very well
how to injure a heart. Sora, you just keep on fighting those heartless. Let's jump in after him. How come? I'm not sure, but maybe he'll lead us to the organization's world. Don't be reckless. Do you want to end up like Riku? What? Hey! Wait! What did he mean, end up like Riku? Hey! How about you get out of my town now? You've caused enough trouble. Riku. Have it your way. Come on, guys. Hold it. Make up your mind. This goes to the strongest guy in Twilight Town. Thanks, but we don't really need it. Whoa! Oh, Sora! Pence, right? Do you know a girl named Kairi? Kairi? I sure do! Then you better come to the station. Sicher kommen wir zum Bahnhof. Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es ganz witzig, dass sich hier scheinbar keiner drum kümmert, dass Twilight Town plötzlich aus dem Nichts wieder aufgetaucht ist. Ja, eigentlich. Mal abgesehen davon, dass es ziemlich cool ist, dass wir jetzt die Trophäe wieder gekriegt haben. Und wir eilen tatsächlich schnell zum Bahnhofsplatz, ignorieren auch hier wieder das Ding. Aber immerhin, vielleicht können wir uns ja tatsächlich merken, wo es ist. Das wäre ja wahrscheinlich schon mal hilfreich. Und dann hätte ich hier perfekt gern eins dieser Skateboards. Dann kann ich nämlich zumindest etwas schneller hier rumwuseln, um den Weg zum Bahnhof nochmal zu finden. Ich habe nämlich echt keine Ahnung mehr. Ich habe echt sowas von keine Ahnung mehr jetzt schon wieder. Ich meine, seit ich das letzte Mal hier in Twilight Town war, das ist schon ein bisschen länger her. Aber theoretisch haben wir hier doch auch Shops. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, hier eventuell mal danach zu gucken. Oh ja, neue Waffen zumindest gibt es keine für Goofy und Donald. Hey! Hey, so how do you guys know Kairi? Kairi was really here? Yeah. And she said she was looking for you. Tell me where she is! Well... What a romantic story. If you stick around, Sora's bound to show up. Yeah, he said he's coming back. Okay. What took you so long, Kairi? Somehow, I just knew you'd be here. I tell you, Kairi, you've got a lot of guts jumping right into the darkness like that. Let go of me! Let go! Kairi. You think it might have been Axel? Sorry. Hey, it's not your fault. Come on, cheer up. Like I can even say that. I gotta help Kairi. That was close.
Sora? Sora, are you okay? Huh? What? What just happened? A new road is open, and Kairi and Riku are waiting somewhere along it. You'd better hurry then. You coming back? Promise. Nun, das war unerwartet antiklimatisch. Dafür haben wir Sterntreue wieder gekriegt. Damit habe ich jetzt irgendwie auch nicht gerechnet. Außerdem benutzen wir jetzt das Kommando Drive, um mit der Unterstützung weit entfernter Freunde in die Limitform zu wechseln. Was auch immer das jetzt heißt. Okay. I passed on the message as you so desired. I told the young Sora to keep defeating the Heartless. Good. Not only have you the power to inflict pain, you also have the power to plant seeds of doubt in one's receptive heart. Sora will soon begin to doubt himself. It will cause him to hesitate, and that hesitation will turn to anger. That anger will fuel him to get rid of his apprehension and move forward. He will pave the way for the future we desire. There's something I've meant to ask. About Axel, the poor fool. How long will he keep chasing the illusion of friendship when he himself lacks emotion, trying so hard to retrieve what he has lost when it may never have existed in the first place? He deserves nothing more than our pity. King, Riku, and now I've lost Kairi again, too. Ich war noch nicht fertig mit Twilight Town. Ich wollte eigentlich noch ein wenig mich in den Shops umgucken, aber scheinbar möchte das Spiel, dass wir weiterziehen. Von daher, ja, machen wir das doch einfach und shoppen wann anders, woanders, wie auch immer. Von daher, ja, klicken wir einfach mal mit dem Spiel weiter und gucken einfach mal, was passiert, weil ich habe sowas von keinen Plan. Donald's right, you know. Why, you're the key that connects everything. So it's all my fault. Gorge, I didn't mean that. Just do what comes natural to you, and we're sure to find them. You said it. Thanks, guys.